Zelda. 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 Zelda, ja, das klang natürlich jeden Montag und auch gefühlt jeden Tag hier bei uns im Studio. Die ersten Gehversuche waren nicht sehr erfolgreich. Wir sind in diese riesige Welt gestolpert, mussten feststellen, dass auch frühe Gegner eine Herausforderung darstellen, wenn man noch nicht richtig ausgerüstet ist und vor allen Dingen, dass Link nicht sehr gut schwimmen kann. Ich habe Zelda damals auf der Präsentation der Switch gesehen und war direkt verliebt und musste es mir direkt holen. Und ich habe bis jetzt keine einzige Stunde bereut. Ich habe mir überlegt, ich will mir eine Switch kaufen, aber man wollte es dann doch nicht irgendwie das Geld ausgeben. Habe ich einen Kumpel angeschrieben und gesagt, kannst du mir nicht mal eben ein paar Gründe liefern, warum ich mir die nicht kaufen sollte? 10 Minuten später haben wir sie beide bestellt. Ich habe seit Link to the Past keinen Zelda mehr so wirklich durchgespielt. Diese ganzen 3D-Zeldas haben mich jetzt auch nicht so gepackt. Ich habe es mal versucht mit den N64-Zeldas und mit Minish Cap, glaube ich, habe ich probiert zu spielen, aber das hat mich alles überhaupt nicht mehr abgeholt irgendwie. Und Breath of the Wild ist jetzt ein Zelda-Teil, wo ich sagen würde, den würde ich tatsächlich nochmal anpacken. Wie mein Mann sein. Vor allen Dingen die Welt ist so großartig. Wir haben uns verlaufen, wir haben Dinge entdeckt. Wir waren quasi auf der Mission, wir wussten genau, wo wir hin wollten, aber wir sind jedes Mal irgendwie abseits der Wege gegangen und haben neue Dinge entdeckt, wo wir uns aufgehalten haben. Ob es jetzt nur so ein blödes Eichhörnchen ist, was da lang rennt, oder irgendein Stein, wo sich ein Krog drunter versteckt. Es gab so viele Überraschungen und so viel zu entdecken. Die Spielwelt ist so liebevoll. In jeder Ecke gibt es noch was zu entdecken. Hier noch ein Krog, da noch ein kleines Geheimnis, da nur irgendwie einfach was cool gestaltetes, ein überraschend platzierter Gegner. Sensationell, sehr viel Arbeit, glaube ich, reingeflossen. Aber macht richtig Spaß, es zu entdecken. Ja, also was mir auch groß in Erinnerung geblieben ist, war, dass wir nie pünktlich Schluss gemacht haben. Ich saß meistens mit Amina in der Regie und haben uns schon mental darauf vorbereitet, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen können. Und dann hieß es ja nur noch ein Schreien, nur noch ein Schreien. Und dann hat dieser Schreien doch etwas länger gedauert. Da hat man manchmal auch gerne mal eine Stunde überzogen. Das Spiel hat so viel Suchtpotenzial und man verliert sich so in der Welt, dass man auf jeden Fall die Zeit vergisst. Ich bin normalerweise auch kein Freund von Open-World-Spielen. Gerade immer dieses Rumgewichse, wir haben die größte Welt aller Zeiten. Ja, das ist mir eigentlich egal, wenn eine Welt einfach nur riesengroß, aber leer ist, bringt mir dann auch nicht viel. Aber was ich jetzt so gesehen habe, ich habe hauptsächlich Dirk und Marcel zugeguckt, wenn sie es gespielt haben. Und das sah doch immer danach aus, als würde diese Welt einem auch tatsächlich was geben. Ja, und das reizt mich dann doch schon, mir die Welt auch mal ein bisschen zu geben. Da können sich andere Open-World-Titel in den nächsten Jahren, glaube ich, nochmal gut eine Scheibe von abschneiden. Ich mag auch grundsätzlich das postapokalyptische Setting. Also das mag ich sowieso, irgendwie so eine alte, verlassene Welt wieder zu entdecken, vielleicht sogar mit höherer Technologie wie hier. Ist ja nicht umsonst so ein bisschen im Trend, mit Horizon auch in diesem Jahr gewesen. Schon ziemlich, ziemlich geiles Setting gewesen, gerade bei Zelda gut funktioniert. The Legend of Zelda hatte schon immer gewusst, ein Gefühl für Landschaft und für Völker zu übermitteln. Und vor allen Dingen jetzt in den neuesten Ableger ist es spannend, weil die Völker in einem postapokalyptischen Szenario sich trotzdem total realistisch wiedergefunden haben. Und man hatte einfach Spaß, die neuen Versionen der bekannten Völker wie Goron, wie die Zora zu entdecken und mit denen zu quatschen. Am Anfang, wo die Türme aus dem Boden geschossen kommen, die Schreine anfangen zu leuchten, und man so ein bisschen erst dieses ganze Ausmaß dieser riesigen Welt wahrnimmt und danach dann dieser König auf seinem Parasegel zu dir hergegleitet kommt und sagt von wegen, ja, du musst jetzt auf deine Reise gehen, besuche die Schreine und du musst jetzt Hyrule retten. Zelda wartet schon auf dich. Das war für mich einfach schon so ein Highlight gleich am Anfang des Spiels. Also ich glaube, bei Zelda ist es richtig wichtig, auf die Grafik einzugehen. Der Moment, wo zum Beispiel dieser Drache erschienen ist letztes Mal, der war einfach so gespannt und richtig schön. Die Atmosphäre kam super rüber, wenn der da plötzlich erschienen ist aus dem Nichts. Und dann einfach diese Lichteffekte und alles spielt zusammen. Und das war auf jeden Fall der schönste Moment, glaube ich. Das ist Entspannung pur. Man konnte diesem Soundtrack einfach lauschen, ohne wirklich das weiter in der Welt zu kommen. Man denkt, man hat schon eigentlich alles gesehen und plötzlich steht man auf einem Berg, wo ein kleiner See ist und überall sind leuchtende Hasen und in der Mitte von diesem See ist einfach ein riesiges leuchtendes Pferd. Das man natürlich auch zähmen kann, mit dem man reiten kann und man hat auf einmal irgendwie den Fürsten der Pferde gefunden. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber es war auf jeden Fall so ein What the fuck Moment, wo man denkt, man hat eigentlich schon alles gesehen von der Welt und trotzdem schaffen die es immer noch, einen am Ende dann zu überraschen. Das erste Mal auf ein Pferd aufsteigen, es geschafft zu haben, sich ranzuschleichen, aufzusatteln,
Und dann auf einmal saßen wir auf dem Pferd und konnten es auf einmal reiten und sogar in einem Stall ablegen. War ein ganz, ganz, ganz großer Moment für uns und wir haben uns vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut darüber. Also das Geilste war, glaube ich, den ersten Titan geschafft zu haben. Einfach weil wir so unfassbar lange gebraucht haben. Ist ja bei so einem Rätsel tatsächlich, dass man, wenn man zu zweit spielt, eigentlich einen Vorteil hat, wirklich einen Vorteil hat. Nicht wie sonst, wenn man nur daneben sitzt und, keine Ahnung, kleine Tipps geben kann. Da kann man ja wirklich richtig kooperieren. Und das hat man so im Team-Effort und auch mit den Zuschauern zusammen geschafft. Und es war schon extrem fett, das geschafft zu haben und da so ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben. Und dann auch noch hinterher da belohnt zu werden mit einem coolen Gegner nach dem Dungeon und dann entsprechend auch noch mit einer coolen Sequenz und einer coolen Auflösung richtig, richtig fett. Und man hat dieses ganze Titanen-Ding noch viel krasser gerafft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es um Rätsel geht oder sowas, stelle ich mich immer unfassbar dämlich an. Und in den Titanen gab es das eine oder andere schwere Rätsel, wo wir ein bisschen länger gebraucht haben. Trotzdem war man am Ende richtig stolz auf sich, es dann geschafft zu haben. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die Titanen, vor allem die Rätsel in den Titanen, nicht so sehr gefallen haben. Ich glaube, der lustigste Moment war, wo die Jungs den Bosskampf gehabt haben am Ende von Zelda. Und der relativ schnell vonstatten ging, was die beiden ziemlich traurig gestimmt hatte. Wobei wir dann alle in der Regie saßen und dann gesagt haben, kommt endlich zum Ende, macht es, ihr müsst das und das machen. Und die hier vorne einfach saßen und gar nichts hingekriegt haben. Enttäuschend war, ganz ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, definitiv das Finale vom Kampf her. Weil es einfach nicht das eingehalten hat, was der große Spannungsaufbau versprochen hat. Also die Gegner waren, also die Endbosse waren eigentlich immer ziemlich cool, nur der letzte nicht. Dinge, die mir in Zelda nicht gefallen haben, sind vielleicht die wenigen Dungeons, was man aus alten Teilen schon gewohnt war, dass es mehrere große Dungeons auch gibt, wo viele einzelne Rätsel verteilt sind. Die gibt es jetzt in Breath of the Wild leider nicht mehr. Die vier Titanen sind sehr gut designt, machen auch sehr viel Spaß. Ein paar mehr hätten im Spiel, glaube ich, auch gut getan. Die Schreine sind zwar sehr nett, aber ändern nichts daran, dass man sich dann doch irgendwann nochmal einen größeren Dungeon wünscht, wo man mehr Zeit verbringen kann, weil diese einzelnen Schreine hat man dann doch nach 10 Minuten häufig schon erledigt, wenn man nicht gerade auf dem Schlauch steht und einfach nicht auf die Lösung des Rätsels kommt. Was mich höchstwahrscheinlich an den Rande des Wahnsinns treiben könnte, ist, dass sämtliche Waffen irgendwann einfach kaputt gehen. Das ist was ich schon in Diablo gehasst habe, was ich in Elder Scrolls gehasst habe. Und ich weiß nicht, ob es da wirklich besser werden würde. Aber ich bin bereit, wenn mich der Rest des Spiels packt, auch darüber hinwegzusehen. Ich bin da nicht so, aber ich will nichts versprechen. Nagelt mich nicht drauf fest. Was ich eigentlich an sich ganz gut fand, war, dass die Waffen zwischendurch kaputt gehen. Und zwar wurdest du dadurch dann gezwungen, verschiedene Waffen auszuprobieren und dich auch mal auf andere Sachen zu spezialisieren. Oder einfach mal das ganze Spielerlebnis, diese ganze Range einfach mal mitzuerleben. Ich hatte auch phasenweise viel Spaß mit dem Kochen, zumindest dann, wenn Rezepte gelungen sind. Das ist ja im Prinzip wie beim echten Kochen. Da hat man auch eher eine Frustration, wenn es nicht so gelingt und das Essen anbrennt. An vielen Stellen ist dann dubioser Matsch rausgekommen, das ist nicht so geil, aber die anderen Sachen fand ich schon eine coole Art Crafting auch passend und stimmig in so einem Spiel umzusetzen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Beispielsweise das Kochen, also das Crafting-System in Zelda Breath of the Wild, indem man sich seine Buffs selber zusammenbauen sollte, hat mich nicht so richtig abgeholt. Das hat für mich eher so Tempo aus dem Spiel hinausgenommen. Man musste so 15 Minuten sich einen zurechtkochen und ist dann losgezogen ins nächste Abenteuer. Das hat mir nicht so gut gefallen. Einer der krassesten Momente war eigentlich das Master Sword. Das endlich zu ziehen oder eigentlich nur davor zu stehen, war schon geil. Wir haben da ja auch im Stream dann einen mega Cliffhanger draus gemacht und einfach aufgehört zu spielen und zu senden, kurz bevor wir es gezogen haben. Aber dann auch das nächste Mal es in der Hand zu halten. Wir haben uns vielleicht ein klitzekleines bisschen gefreut. Ein bisschen sehr. Ein unvergessener Moment. Was ich besonders an Zelda und auch an dem Konzept der Switch mag, ist, dass man sie einfach mitnehmen kann. Das ist überall spielen. Ich habe zum Beispiel 3/4 aller Bosse im Zug besiegt. Und das fand ich einfach geil, dass man einfach, du bist zu Hause und denkst, scheiße, ich muss den Zug noch kriegen, nimmst die Switch mit und zockst dann im Zug weiter. Das ist einfach geil. Ein klassischer Nintendo-Move ist ja auch, dass Link in dem Spiel mit einer kleinen Nintendo Switch rumläuft und darüber alles verwalten kann. Sheikah-Stein, ist klar. Das muss ich jetzt auch spielen!